Ja, meine Lieben, wir wollen jetzt heute für GSE, bevor wir mit der nächsten Thematik beginnen, uns nochmal überlegen, welche Merkmale ein Entwicklungsland hat. Wir haben das ja schon besprochen am Beispiel von Bangladesch, haben uns auch den Teufelskreis der Armut angesehen und jetzt möchte ich mal, dass du dir kurz nochmal überlegst, welche Merkmale hat ein Entwicklungsland? Halt am besten das Video mal kurz an und überleg dir das Ganze. So, wir wollen das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Zum einen ist es so, dass Entwicklungsländer eine sehr hohe Bevölkerungsdichte aufweisen, das heißt eine hohe Bevölkerungszahl. Und diese hohe Bevölkerungszahl, ich schreibe es jetzt mal hin, ist eigentlich für vieles mitverantwortlich. Höhe Bevölkerungszahl bedeutet, dass viele Menschen auf einem Raum sind. Und wenn wir viele Menschen auf einem Raum haben, dann haben wir mangelhafte Hygiene, bedingt dadurch, dass diese Menschen kaum oder überhaupt keinen Zugang zu Trinkwasser haben, dass sie verunreinigtes Wasser trinken müssen, was natürlich zu Krankheiten führt. Und durch diese mangelnde Hygiene, kommt eben dann auch noch mit dazu, dass sie ja unzureichende Ernährung haben, weil auch in diesen Ländern, es ist so symptomatisch dafür, oftmals schlechte Böden sind und dass die Leute dort vor Ort, eben die meist von der Landwirtschaft leben, eben auch nur schlechte Ernten haben. Viele Menschen auf engem Raum. Wir haben gelernt, dass es nur eine schlechte ärztliche Versorgung gibt. Das ist auch ein Punkt, den man sich merken möchte. Schlechte ärztliche Versorgung. Oftmals ist es also so, dass auf viele hundert Menschen nur ein Arzt kommt oder sich die Leute die ärztliche, medizinische Behandlung überhaupt nicht leisten können. Wie wir gesehen haben, im Beispiel Bangladesch ist es so, dass die Menschen dort schlechte Unterkunft haben, oftmals in Slums leben müssen, unter schlechten hygienischen Bedingungen, viele Menschen auf engen Raum in Wellblechbaracken. Wir haben mangelhafte Kleidung. Also die Menschen können sich nicht wie wir so der Witterung angepasst kleiden. Oftmals nur Sandalen, barfuß müssen sie rumlaufen. Ja, dadurch, dass wir eine schlechte schulische Ausbildung haben, resultiert, dass die Menschen natürlich auch kaum berufliche Perspektiven haben. Und es kommt eben dann dazu, dass sie entweder keine Arbeit haben oder nur mangelnde Arbeit haben und kein Einkommen oder eine schlechte Ausbildung. Was oftmals auch noch bezeichnend ist für Entwicklungsländer, sind Umweltkatastrophen, Erdbeben, Überflutungen, auch natürlich Vulkanausbrüche und wie du aus dem Fernsehen kennst, manchmal kommt es dort auch noch zum Angriff durch Godzilla. Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Umweltkatastrophen, gerade in diesen Gebieten, natürlich ganz, ganz schlimm, wenn es zu Überschwemmungen kommt, weil dann eben die Ernten noch mangelhafter, noch geringer ausfallen. All diese Faktoren sind Zeichen für ein Entwicklungsland. Insgesamt führt das zu Krankheiten und natürlich zur Armut. Und das ist eben dieser Teufelskreis, den wir schon miteinander besprochen haben. Das nochmal als Wiederholung. Bitte merke dir diese Punkte, die sind wichtig, auch für den Quali. Und überleg dir neben dem Land Bangladesch, das wir bearbeitet haben, oder belese dich mal nochmal zwei, drei weitere Länder, die als Entwicklungsland gelten. Gut, nachdem du das Video jetzt gesehen hast,
gehen wir einen Schritt weiter und ich möchte bitte, dass du jetzt das Arbeitsblatt zu Industrieländern dir ansiehst und bearbeitest und dann in Folge werden wir das besprechen. Bleibe gesund!